die sollen uns nicht dauernd kritisieren, sondern die sollen uns wertschätzen dafür, dass wir da einen Abwehrkampf leisten zum Erhalt unserer Traditionen, während für alle anderen eine Tracht etwas Hinterwäldlerisches und die Familie ein Auslaufmodell ist. Das ist doch die Wirklichkeit in diesen Tagen. Und wir führen, liebe Freunde, wir führen diesen Kampf gegen eine Vielzahl von Bedrohungen. Es ist wurscht, ob das jetzt der Islamismus ist, der in den Ballungsräumen dieses Landes mehr und mehr um sich greift mit Gegenkulturen, wo du nach einer Wahl in der Türkei glaubst, du bist selber mitten in ein Teil dieses türkischen Hoheitsgebietes, wenn du in gewisse Gegenden Wien kommst. Das ist das eine. Oder wenn wir antreten gegen eine, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, gegen eine Geistesseuche. Weil was anderes ist dieser linke Zeitgeist nicht, der versucht, alles zu zerstören. Applaus